Guten Morgen, Caravansalon. Vor Halle 12 ist The Cuba und das sind zwei Brüder aus der Schwäbischen Alb. Du bist der? Nico. Ja, und du? Nino. Ja, die müssen alle vier Buchstaben haben, die Namen in der Schwäbischen Alb. Das ist so, mehr können die sich nicht merken. Aber das ist ein Scherz. Ihr seid unglaublich tolle Handwerker und die Sachen, die ihr macht, die haben die Leute schon in Bern krass begeistert. Ja, ihr baut Schäferwagen, ihr baut Fahrzeuge, die aussehen, ich sag mal von außen, als wären sie wirklich auf einer Wiese gestanden seit 100 Jahren. Ist das der Anspruch so ein bisschen, oder? Ja, wir kommen ja von der Oldtimer-Seite. Wir haben selber auch sehr viele Oldtimer und sind da früher unterwegs gewesen und haben da halt das richtige Gefährt noch dazu gesucht. Ja, ich zeig's mal gerade. Da kann man nicht mit so einem, ich sag mal, mit so einer Weißware kann man da hinfahren. Du machst Marketing so ein bisschen, oder? Ja, Marketing und unterstützt unsere Elektriker bei der Elektrik, die zum Installieren. Ja, ihr seid noch sau jung. Du bist, wie alt bist du? 22. 22? Ja. Ihr habt eine eigene Firma, seid beide Chefs. Und du, wie alt bist du? Ich bin 25. 25, ja. Wann hat denn das angefangen bei euch? Also wir sind jetzt das dritte Mal auf dem Caravansalon. Das dritte Mal schon? Dritte Mal schon. Da warst du 19 oder was? Ja. Echt? Und was hast du gelernt? Mechatroniker. Mechatroniker, auch fertig oder wie? Ja. Ist das schwer, Mechatroniker heutzutage? Nee. Ja, für dich nicht. Nee. Cannbus, Elektrik und so weiter, genau. Das liegt ja alles, oder? Ja. Ihr habt alle schon ziemlich früh geschraubt, oder? Ja, hat angefangen mit 10. Mit 10 Jahren. So, der Papa, muss man sagen, der kommt aus der ganz großen Automobilindustrie. Ihr seid Automobilzulieferer, ich sag mal, in einer anderen Firma. Habt jetzt eine Firma aufgebaut auf einer ehemaligen Base, so kann man sagen, in der Schwäbischen Alb. Das sind natürlich optimale Voraussetzungen, oder? Ja, also wir haben, mein Bruder hat es ja schon erwähnt, mit 10 Jahren angefangen. Wir hatten mit 12 Jahren, haben wir schon unseren eigenen Bauwagen gebaut, wo wir mit den Freunden damals schon drin übernachtet haben. Mit 10? Ja. Okay, krass. Ja, ich habe die ersten auch schon gefilmt, die haben wir gesagt, die zeigen wir aber nicht, weil das waren eher so kleine Unfälle, aber lustig ist es irgendwann mal schon, ja. Also ihr werdet bei mir in die Annalen eingehen. Erstmal vielen Dank dir, du musst ein bisschen weitermachen. Marketing ist ja ganz wichtig und Social Media ist wichtig, wir stehen am Außengelände. Ich denke, da gehören sie auch hin. Also ihr habt einen der besten Stände und Plätze hier auf dem Caravansalon und das Modell hier, das ist so eine Weiterentwicklung, sage ich jetzt mal, von allem. Es ist ein Tandemachser und er kann unglaublich viel tragen. Was ist ja maximal bei dem vorgestellt? Also der hat 2,5 Tonnen zulässiges Gesamtgewicht und so wie wir den hier stehen haben, wiegt er ca. 1,5 Tonnen. Also wir haben eine gute Tonne Zuladung noch an dem Fahrzeug. Das Dach, was ist da drauf? Da ist ein gewölbtes Tonnerdach drauf, trotzdem isoliert. Das Fahrzeug ist allgemein ringsrum mit 40 mm Sandwich-Isolierung. Also ist auch keine Folierung drauf, die Holzoptik, sondern das ist geprägtes Blech. Geprägtes Blech, das ist Stahlblech. Das ist ganz krank. Ihr habt Stahl verwendet, ja, aus dem Fahrzeugbau. Da kannst du ein Magnet holen, kannst du es dran machen. Das heißt, auch eine Firma könnte jetzt einfach ein Magnetschild nehmen, oder? Genau, das ist halt der Vorteil daran. Ich kann außen einfache Werbung anbringen über Magnete. Ich kann aber auch innen drin das Fahrzeug einfach dekorieren über Saugnäpfe oder Magnete. Sag mal, ist Stahl ist ein bisschen härter als Alu? Ja, es ist halt von der, wenn irgendwie mal ein Dallen drin ist, natürlich Stahl besser zu verarbeiten wie das Aluminium. Ja, aber bis da mal eine Delle reinkommt, ich habe es mal probiert, ist gar nicht so einfach. Also Stahl hält schon einiges aus. Hält schon deutlich mehr aus wie das Aluminium, ja. Ja, ist schwerer, aber egal. Das einzige Problem, was ich habe, das muss ich ganz ehrlich sagen, das ist schon ein ziemliches Segel. Ja, wir ziehen ja zurzeit einen Cuba zum Test hinterher. Der Hilux braucht 14 Liter. Habt ihr da mal überlegt, mal irgendwas Aerodynamisches zu machen? Ja, da kommt auch was Aerodynamisches noch. Ja, ich glaube, das bringt richtig viel, wenn du da vorne so einen Spoiler oder sowas dran machen kannst. Ja, also viele haben auch schon Spoiler vorne auf dem Zugfahrzeug drauf. Ja. Das gibt es ja im Zubehörshop vom Kfz. Ach, das gibt's? Ja. Okay. Und es reicht schon völlig aus, um das Fahrzeug sparsamer zu fahren. Ja, geht ja nicht. Ich habe ein Pickup. Ja. Ja, bei dir ist es ein bisschen schwieriger. Okay. Ja, Zugfahrzeug muss ein bisschen was können. Das ist halt die Pille, die musst du schlucken. Was ist denn so das Niedrigste, was ihr habt an Zuggewicht? Also wir haben zulässiges Gesamtgewicht, das kleinste ist 1,5 Tonnen. Okay. Wir haben auch Fahrzeuge, die haben 950 Kilo. Und die kann man dann natürlich auch ablasten auf 1,2 oder 1,3 Tonnen. Je nachdem, was halt das Zugfahrzeug vorne hergibt. Ja, Alko ist unser Freund. Da sieht man auch mal, das ist ja jetzt ein professionelles Fahrgestell. Da ist alles ein bisschen kräftiger, oder? Ja, also sehr robust. Wir gehen da auch auf Alko zurück. Das ist einfach ein namhafter Hersteller. Qualitativ auch hochwertig. Und von der Ersatzteilbeschaffenheit natürlich auch nachher im Nachgang optimal.
So, wir können es ja verraten, dieses Blech außen, das wird gebaut in Industriebauten. Das ist jetzt kein Spielzeug, sondern damit werden Hallen gebaut zum Beispiel. Das ist eigentlich, das Sandwich kommt eigentlich vom Fassadenbauer her. Und durch das, dass wir von der Oldtimer-Branche kommen, wollten wir natürlich was Rustikales und haben hier auf Sandwich gesetzt mit einer Optik, Holz- oder Schieferoptik und haben da dann auch dementsprechend eine Form machen lassen und haben da auch ein Patent drauf auf die Struktur von dem Fahrzeug. Auf die Struktur, was heißt das? Also Holzoptik, Schieferoptik, so wie das Fahrzeug jetzt hier steht, da haben wir ein Patent drauf. Okay, wenn ich das jetzt ein kleines bisschen verändere, langt das nicht? Ja, klar, aber von der, vom Aufbau her ist natürlich ist ja schon gut. Ich wollte nur sagen, es ist ja heute unglaublich schwierig, ja, gute Ideen zu schützen. Es geht schon, aber ich sag mal, du weißt ja selber, ich habe jetzt mal geguckt, Alibaba, hast mal gesehen, was da allein an Airstream-Kopien rumlaufen? Ja, ja, also man braucht nicht mehr viel zum Ändern. Ja. Aber es sind natürlich auch Anschaffungskosten, um so eine Form zu machen lassen. Ich glaube auch die, ich sag mal, Fertigung. Ihr habt ja hier die Expertise über Jahre jetzt gewonnen. Das machst du nicht mal eben. Ihr habt ein Fließband, wo die gefertigt werden. Das Ganze hat eine ganz hohe Fertigungsqualität mittlerweile, weil ihr alle Prozesse optimiert habt. Ja. Ihr könnt es reproduzieren. Und das hier ist eine Standardform. Wir gucken gleich mal rein. Das Ding ist sensationell. Und wir kommen heute Nachmittag nochmal wieder und werden mal weitere filmen. Das Besondere an den Fahrzeugen ist wirklich die Optik. Du kannst damit eigentlich nirgendwo hinfahren, ja. Das ist den Leuten aber schon bewusst, wenn sie sowas kaufen, ne? Ja, also das ist natürlich das Fahrzeug hier schon dafür Aufsehen. Auf dem Campingplatz oder egal wo man ist, auf dem Rasthof, wo man steht, das ist natürlich immer für Aufsehen. Also ich habe jetzt denselben Haufen im Weiß im Einsatz, ja. Und wir hatten ihn in Italien am Campingplatz stehen, im Ausgang, ja. Und es war das meist fotografierteste Fahrzeug überhaupt, weil in Verbindung natürlich noch mit dem Hilux, weißt du, das sah halt richtig geil aus. War es halt eine geile Kombi, ja. Ja, finde ich schon. Also sie funktionieren ganz gut, sie haben ein tolles Fahrverhalten. Also ich war ganz beeindruckt. Gut, jetzt ist der Hilux, den lässt aber so schnell nichts beeindrucken. Wenn du mal kurz aufmachst, dann können wir mal reinschauen. Da ist Heizung drin. Da ich ja im Moment einen im Test habe, weiß ich natürlich schon alles. Ich könnte direkt bei euch anfangen. Da ist eine Webasto Standheizung drin? Genau, die 2 kW Leistung hat, einen 6 Liter Tank oben drauf. Also die braucht so ungefähr 0,1 Liter pro Stunde und mit dem Tank kommen wir dann 60 Stunden. Ja, und hier könnte man einen 20 Liter Zusatzkanister reinmachen, einfach so einen BW-Kanister oder so irgendwas und könnte einfach noch ein bisschen Diesel mehr reinmachen, wenn man mehr brauchen würde. Die 6 Liter halten wie lang? Also 60 Stunden kommt man mit denen. 60 Stunden. Gott, das ist ordentlich. Ich habe noch ein bisschen Staub. Ist so Kabeltrommel bei mir drin und Kabel und so. Ich habe mir allerdings unten im Boden, ich habe mir ein, zwei entsprechende Löcher reingebohrt, weil ein bisschen Wasser kommt während der Fahrt rein. Ist ja auch nicht schlimm, dafür ist es ja gedacht, ja. Aber das läuft dann ab. Ja, wir haben ja hier die Lüftungskieme hier hinten drin. Ja. Wir dürfen hier vorne jetzt auch eine Gasflasche transportieren und dadurch ist die Box natürlich auch nicht wasserdicht. So, das ist auch Stahl außen, die Box? Ist auch Stahl. Zusätzlich pulverbeschichtet, dass er auch sehr robust ist und langlebig. Das Ding hier ist wirklich gebaut für die Ewigkeit. Also ich meine, ihr habt ja vorne einen Bulldog Lanz, der fährt ja immer noch. Ist das der Anspruch? Das heißt, die sollen auch noch fahren, wenn ihr schon lange tot seid? Ja, das ist eigentlich die Idee. Hoffen, dass es auch so lange geht dann. Aber wir sind eher welche, wir machen mehr, wir gehen da mehr auf Qualität und sparen dann nicht an Material, sondern es soll sehr robust sein. Ja, das hier macht sogar Sinn. Da ist ein Mower eingebaut. Wenn du mal bist auf der nassen Wiese, macht das Profil absolut Sinn. Ja. Ja. Wieso habe ich das nicht drauf, das Profil? Das ging nicht, oder? Doch, ging auch. Aber wir haben das jetzt erst auf Messe Düsseldorf dann sozusagen neu gebracht. Okay. Also ich bin der Letzte, der dann bedient wird immer wieder. Wir hatten die Reifen da auch noch nicht da. Mover ist drauf, ein vierkanner Mover, der klappt gut, muss ich sagen. Er ist zwar nicht der schnellste, aber ist sehr zuverlässig, wenn man dann weiß, wie er funktioniert. Ja, da ist Alko wirklich toll, aber es funktioniert und das macht auch wirklich Sinn. Der ist so sackschwer, wenn du mal versuchst, irgendwie zu drücken oder so, ist gar nicht so easy, oder? Keine Chance bei einem Doppelachser. Also beim Einachser kann man sich überlegen, kann man sagen, man geht da vielleicht eher später auf den Mover, aber bei dem Doppelachser den irgendwie in ein Parkbuch reinzurangieren, das wird schon richtig schwer. So, das Logo ist neu? Das ist auch neu. Haben wir jetzt auch an den Ecken hinten dran und vorne dran. Sieht schön aus. Macht einfach nochmal das Fahrzeug einen kleinen Ticken schöner. Ist das dicht eigentlich oben am Dach? Ja. Warum? Durch das gewölbte Dach läuft das Wasser zumal seitlich ab. Und hier seitlich
Achso, das heißt, ich könnte auch zur Regengewinnung könnte ich die drei zumachen und könnte irgendwie ein Loch drunter machen, Tonne drunter würde genau, gehen. Genau, kann man das Abwasser noch sammeln. Ja. Da ist eine riesen Fläche oben drauf. Kann man da Solar drauf machen? Geht natürlich auch. Es gibt ganz dünne Solarpanels und die kann ich oben aufs Dach drauf machen. Und da kann das Fahrzeug auch völlig autark sein. Was das geil aussehen würde, wenn man eine kleine Reling machen würde, die gerade wäre. Eine Plattform oben drauf, eine kleine Leiter. Aber ihr habt ja tausend Ideen. Euch gehen die Ideen nicht aus. Das Coole ist, das Riesenloch, was ihr hinten drin habt, das ist so stabil, denn diese Tür kommt aus dem Nutzfahrzeugbereich. Ist das auch Sandwich hier? Das ist auch Sandwich, genau. Also die ist auch ringsherum isoliert. Wir haben da Einfassprofile und wir haben hier auch eine feste Schließanlage drin. Das ist ein richtiges Schloss. Richtiges Schloss, genau. Kein Drehstangenverschluss oder so. Ja, guter Tipp. Bitte prüfen, ob zu ist, wenn man losfährt. Ja? Wenn, ich gucke jedes Mal, prüfe ich noch mal zweimal, weil es ist so ebenerdig. Ihr habt natürlich keine Kante drin. Man soll ja auch hier am Motorrad reinfahren können. Und ich kann dir sagen, ich habe hinten die Soron drin. Das ist das perfekte Teil dafür. Es ist so geil, du kannst da alles reinladen, du kannst einen Umzug mitmachen, oder? Ja, also es soll einfach so ein Transportanhänger sein, dass man auch gerade mal so Umzugsarbeiten machen kann damit und einfach das Fahrzeug mehrfach im Jahr genutzt werden kann. Ja, hier sieht man auch ein schönes Detail, zeig mal, das habt ihr selber hergestellt. Da oben die. Das ist unsere Windstütze, was wir haben. Die Heckklappe muss natürlich auch gesichert sein, nicht dass man bei einer Windböe oder bei Starkregen die Heckklappe sich absenkt, haben wir hier einfach ein Rohr, wenn ich das drehe. Die Heckklappe geöffnet und da kann ich sie nach unten schließen. Ist auch ein Patent drauf? Da haben wir kein Patent drauf, das ist einfach. Also das dürft ihr kopieren, wenn es ist. Da vorne, ja, das sind die Löcher, damit kann man das Gewicht genau anpassen. Ja, genau. Die Klappen haben ja immer ein unterschiedliches Gewicht. Da mal ein Fenster drin ist, kein Fenster oder vielleicht auch mal eine Türe in der Heckklappe drin ist, dann muss man das ja variieren. Ja, es ist, ich habe noch nicht probiert im Winter, es ist nicht ganz kältebrückenfrei, geht nicht bei der Form, aber du hast gesagt, das spielt auch keine Rolle, dann ist halt ein paar Stellen ein paar Tropfen dran, der Rest ist aber Sandwich, geht gar nicht anders, das muss, ich sag mal so sein, aber dafür ist es extremst haltbar, oder? Also wir haben halt eine Kältebrücke allein schon durch die Airline-Schienen im Boden, die sind mit dem Fahrzeugrahmen verbunden, das bringt uns eine Kältebrücke rein, aber der Korpus an sich ist ringsrum isoliert mit den 40 mm. Also die Wärme geht auch nicht so schnell raus, wenn man da im Winter unterwegs ist und da reicht auch völlig die 2 kW Standheizung. Also der ist wintertauglich, auf jeden Fall. So, jetzt bitte mal schließen, das ist eine Haushaltsfliegengitter, was du drin hast und das fährt wie von Geisterhand auf der vollen Breite und das fasziniert die Leute kolossal, oder? Das ist natürlich schon der Wahnsinn, das ist auch ein Muss bei jedem Fahrzeug, durch das, dass man einfach hier mit der Heckklappe an einem schönen Ort stehen kann, möchte man natürlich auch von den Insekten geschützt sein und das hat eigentlich auch jedes Fahrzeug dabei. Wichtig ist halt, wir haben hier ein sehr robustes, sehr hochwertiges Insektenschutzgitter, das ist von oben und unten geführt, sodass man natürlich auch auf die Breite und auf die Größe gerechnet, muss es ja auch stabil sein. Ja, und es ist, es geht sogar zu, wenn man es dreimal auf und zu macht, ja. Da habe ich schon andere gesehen, die sind schon im Werk kaputt. Mach mal zu, bitte. Habt ihr Campingfenster drin? Ihr habt irre viel Fenster drin. Ihr habt mir also in meinem schon fast so viel reingemacht, ja, was drin ist. Aber bringt viel Licht. Wenn du frei stehst, ist es, glaube ich, toll. Ja, am Campingplatz ist ein bisschen doof, weil jeder, der reinguckt, könnte man die auch höher anbringen, die Fenster? Die kann man auch höher anbringen. Wir positionieren die halt immer so, dass ideal im Bett ist. Wenn dann das Bett nach unten gesenkt ist, dass man immer noch zum Fenster herausschauen kann. Und wenn wir sie nach oben machen, die Fenster, dann kann halt sein, dass das Bett nachher mitten im Fenster stehen bleibt. Ja, es ist dafür gedacht, dass man das auf eine Wiese stellen kann, vielleicht seine eigene. Das abstellen kann und dann mal am Wochenende unterwegs ist. Da habt ihr viele Kunden, die haben sogar einen Holzofen bei euch bestellt. Das gibt's da, dieser Tinysdorf, oder wie heißt der? Genau, genau. Ja, der ist ziemlich geil, liebe Leute von Tinysdorf. Ihr habt den Oscar verdient. Da drunter, es kommt noch viel krasser, ist das hier drin. Ich zeig's euch mal. Da ist eine komplette Biergarnitur, die zeitgleich auch eine Auffahrrampe ist, die sage und schreibe 400 Kilogramm, das heißt, du dürftest da einmal drauf. Ich dürfte einmal drauf, genau. Die ist dafür ausgelegt, dass wir jetzt auch mit einer Harley drüber kommen. Also wir können die nochmal zusätzlich verstärken. Es gibt ja auch noch schwerere Maschinen, aber so standardmäßig mit einer Harley kommen wir da ohne Probleme drüber. Aber hier mit dem Teil, das hier ist jetzt ein KTM, da lacht das Ding nur. Ja, das sind 250 Kilo. Wir haben ja Nutzfahrzeugbau. Dann habt ihr hier unten Stützen, Hubstützen mit drin, diesen Serie, die auch ruckzuck ausgefahren sind. Ich nivelliere sogar mit den Dingern. Also es geht ziemlich gut. Mhm. So, man braucht nur einen Akkuschrauber. Ja, Akkuschrauber. Kurbel ist immer dabei. Ist dabei. So, das ist ganz neu.
Tannenachser mit drin, die Markise ist, also all das, was ihr hier seht, ist konfigurabel. Das heißt, das Grundding kriegst du quasi auf Wunsch auch leer, wenn du willst. Ja, richtig. So, und dann kann man alles machen und da ist, ich sag mal, es ist so geil. Ihr müsst es wirklich angucken. Leider seid ihr nur auf Messen und habt aber einen Showroom in der Schwäbischen Alb. Aber da bitte Termin machen, weil ich war selber dabei. Die Leute kommen einfach auf den Hof. Ihr habt ja auch ein bisschen was zu tun. Ja, also am besten Termin machen, weil wir haben sehr viele Termine tagsüber, ohne nicht, dass es da irgendwie Überschneidungen gibt und man weite Anreise annimmt. Und nachher sind wir alle in Termine drin. Ja, wir haben mit dem WDR einen Film gedreht. Da haben wir die Supet in Zeitlupe rauf und runter gefahren. Wir hatten sage und schreibe 60 Sekunden zum Zeigen des Fahrzeuges. Bisschen wenig, weil es kann unglaublich viel. Ja. So, da vorne ist eine Küche. Was ist da drin? Da ist wahrscheinlich der Radkasten, oder? Da ist der Radkasten verblendet. Darunter befindet sich eine Isolierung, dass man da keine Kältebrücke über den Radkasten bringt. Das ist aber zu, ne? Das ist komplett zu, genau. Da kann man nichts aufmachen. So. Was man hier halt links machen könnte, das haben wir jetzt hier auf der Messe gezeigt, dass wir einfach Platz haben für zwei Motorräder noch. Mhm. Also hier würde dann auch noch eine Sitzbank Platz haben oder auch eine mobile Sitzbank. Wenn dann doch mal mehrere Fahrzeuge mitgehen, Fahrräder, solche Sachen, kann man die Sitzbank auch herausnehmen. So, hier vorne habt ihr auch dieses Element reingemacht. Was hat das für einen Sinn? Ist da irgendwas drin? Tank? Das ist auch wieder das Gleiche. Auch der Radkasten komplett isoliert. Und die hintere Kiste, da ist die ganze Bordelektrik drin. Sag mal, dass wir da mal reingucken können. Ihr geht auf Warta, glaube ich, bei Batterien Lithium im Moment. Aber das ist ja variabel. So, da haben wir jetzt ein CBE oder was ist das? CSV, Schaltgerät ist integriert. Okay, das kann auch Solar? Das kann auch Solar. Wir haben eine 75 oder eine 100 Ampere Lithium-Batterie integriert und können natürlich auch hier noch einen Wechselrichter unterbringen, deswegen haben wir jetzt ja auch noch ein bisschen Platz drin. Also was der Kunde will, der kann auch einen größeren Schrank haben, also einfach mit euch reden. Genau. Der Vorteil ist natürlich bei der Konstruktion, das werden wir gleich sehen, das Bett geht so irre weit runter, dass man überhaupt kein Problem hat, da reinzugehen. Das ist jetzt eine Lithium-Batterie mit App-Steuerung. Da kann man sehen, wie voll die ist. 75 Ampere-Stunden plus Solar. Da kommst du schon mal hin. Aber auch da, die Bauformen heute sind ja so klein geworden, dass man also wirklich auch 200 Ampere-Stunden mal reinkriegt. So, dann fahren wir das Bett runter, denn das Besondere hierbei ist ein Ehebett. Größen. 2 Meter auf 1,75 Meter groß. Ist in der Höhe verstellbar, wie ich es brauche. Also kann auch unten drunter noch jemand sitzen oder auch die Fahrräder können drin stehen. Und ich kann das Bett dann also auch zum Beispiel auf dieser Position stehen lassen über Nacht. Ansonsten lässt es natürlich schon ganz nach unten, dass man auch einen guten Einstieg hat. Das sind so winzige Bänder. Am Anfang hatte ich ein bisschen Bammel, die zu benutzen, weil ich dachte, okay, ich bin raufgegangen, mein Sohn ist raufgegangen, meine Frau raufgegangen. Da waren wir dann bei 250 Kilo oder so. Ging aber. Ja, also die sind ausgelastet mit 250 Kilo Traglast, aber wir haben natürlich auch eine Sicherheit mit eingerechnet. Also bei 251 Kilo bricht es nicht gleich das Seil ab. So, es knackt, aber es reißt nicht, das habe ich gemerkt. Also ein bisschen knacken ist normal. Am Anfang muss man sich dran gewöhnen, wenn es unten aufliegt, ist eh kein Problem. Dann genau, also man kann es unten auflegen lassen, wir haben ja immer ein Sideboard. Oder wir können auch, wenn gewünscht ist, seitlich Auflageflächen ranmachen. Aber eigentlich braucht man es nicht. Das ist halt der Vorteil an dem elektrischen Hubbett, was wir hier haben. So, mach dich mal lang. Du bist ein großer Junge. Wie groß bist du? Ich bin 1,92. Krass. So, leg dich optimal. Mal hin. Optimal. Es gab wahrscheinlich Nutella-Brötchen bei dir in der Jugend. Aber die Jungs werden ja eh alle größer. So, das geht problemlos. 2 Meter Bettlänge, oder? Genau. Ja. Übrigens, Tipp ist, wenn man alleine reist, legt 2 Matratzen übereinander. Das habe ich jetzt gemacht, ja. Die Matratze sieht aus, als hätte sie mehr Komfort als meine. Ist das eine neue? Nee, das ist genau die gleiche. Genau die gleiche. Ja. Aber da kann man ja noch einen Topper oder sowas drüber machen. Das geht. Also ich liebe es halt weich. Also das ist so. Aber an sich ist die Matratze schon echt saugeil. Also sehr bequem. Die ja. 80 mm. Wir haben hier ja auch einen festen Lattenrost unten drin, dass der Schlafkomfort gut ist. Ja, das Ganze ist komplett unterlüftet. Genau. Also der wir haben hier so ein Vlies, das ist atmungsaktiv, dass natürlich auch die Matratze von unten her keine Kondenswasserbildung bekommt. Ja, da vorne sind Leselampen mit drin, die auch funktionieren. Also es ist sehr, sehr funktionell. Also ich muss sagen, der Einbau ist klasse. Wir hatten eine defekte Wasserpumpe, da ist die Sicherung ausgeflogen. Die hat wahrscheinlich irgendjemand auf der Messe missbraucht. Haben wir eine neue Wasserpumpe reingemacht. An die Sicherung kommt man auch gut ran. Ist auch ein Handbuch dabei. Also es ist gar nicht so komplex, weil die Technik so simpel ist bei euch, oder? Wir halten die recht einfach, die Technik, sodass wir auch jederzeit natürlich das nachrichten können. Solar, dass man das einfach selbstständig machen kann.
So, das ist jetzt High-End-Ausstattung. Fehlt nur noch die Klimaanlage, die habt ihr mir eingebaut. Wäre eine Klimaanlage möglich beim Peterwagen? Beim Peterwagen ja, da wäre jetzt aber keine Dachklima möglich. Ah, ich liebe Staukasten, ist viel leiser und gerade bei der Größe klappt das sogar ganz gut, ja, muss man sagen. 35.240,90, das ist schon einer der teuersten, die ihr habt, oder? Ja, wir haben nochmal einen dastehen, der ist nochmal ein bisschen teurer, der was, Adventure. Was kann der Gold, oder? Nee, der hat ein bisschen mehr Technik nochmal drin und vor allem bei dem Fahrzeug macht es halt auch der Mover aus. Ah. Wir haben hier einen Mover drin, der liegt allein schon bei 5.000 Euro von Alco. Das ist halt bei uns eine Summe, die nach oben explodiert. So, mach nochmal ganz hoch, dann zeigen wir die Küche mal. Das Coole ist hier, die Bettauflagen kannst du alle liegen lassen. Also du kannst das ganze Bett einfach hochfahren mit allem. Sogar mit der Frau habe ich versehentlich hochgefahren. Also das Ding hat richtig Power, hat aber eine Schutzschaltung. Das heißt, man kann also nicht alles damit machen. Ja, also so, dass die Kinder da drin nicht rumspielen können. So, das Einzige, was sehr schmerzhaft ist, kann ich euch sagen, ist diese Kante. Habt ihr da schon mal überlegt, so eine kleine Gummilippe drauf zu machen? Wir haben ja auch die höheren Fahrzeuge, da laufe auch ich ohne Probleme unterm Bett durch. Und bei den niedrigen Fahrzeugen, da kann man natürlich auch was dran machen. Ja, das kann sich der Kunde konfigurieren. Also kauft das Ding bitte nicht aus dem Katalog, geht rein. Ihr müsst drin stehen, weil das sieht so toll aus. Aber man muss es erleben, denn du kannst alles konfigurieren. Höhe ist gar kein Problem, oder? Ja, also wir haben drei verschiedene Höhen, beim Peterwagen allerdings nur zwei. Das ist jetzt auch das höhere Fahrzeug, wo wir hier haben. Beim Adventure gibt es nochmal eine Höhe mehr und dann kann man das so anpassen, wie es der Kunde dann braucht. Also man braucht das Raumgefühl dafür, man muss einmal drinstehen, dass man sich es einfach besser vorstellen kann. Du bist ja jetzt auch groß, muss man wirklich sagen. Ja. Du bist jetzt extrem groß. Mach mal auf hier ein paar Schubladen. Also wir haben hier Schubladen drin aus Aluminium, 35 Kilo Traglast, was wir hier haben. Also sehr robust gehalten. Ist auch für zum Beispiel als Werkzeugmacher oder so kannst du das verwenden, oder? Also wir haben hier vom Wirt die Auszüge drin. Okay. Auch hier qualitativ hochwertige. Ja, der Kühlschrank, also liebe Leute von Dometic, ja, die Leute sagen immer, ach, der Kompressor ist nicht so laut. Ich mache ihn nachts immer aus. Das ist so der. Hast du schon mal versucht, den Nachtmodus zu aktivieren? Ja, der ist mir auch noch zu laut. Aber morgens ist immer noch kalt. Also es ist kein Problem. Ich mache morgens an und abends aus. Vielleicht könnt ihr mal eine Zeitschaltuhr einbauen. Das wäre ganz cool, dass man ihn ganz ausmachen kann. Ich bin ja großer AES-Fan, aber das Auto ist ja komplett gasfrei. Das ist das Coole. Genau. Also wir sind hier gasfrei. Somit läuft das Fahrzeug auch nicht als Wohnwagen, sondern als Transportanhänger. Kann man den als Wohnwagen zulassen? Muss man eine Gasstelle reinbauen? Ja, muss man eine Gasstelle einbauen und da gibt es ein bisschen mehr Vorschriften. Also es ist sehr aufwendig, das Fahrzeug als Wohnwagen anzumelden. Der Vorteil ist, wenn ich Unternehmer bin, habe ich ein Transportfahrzeug / Baustellenfahrzeug, das man dann nutzen kann. Habt ihr Handwerker, die das schon kaufen? Wir haben sehr viele Handwerker, die das halt auch als Anhänger nutzen zum Transportieren. Wir haben aber auch viele Kunden, die damit als mobiles Office unterwegs sind. So, das Bett ist ganz oben. Nico, wie kriechen die Tür da auf? Wir haben, die Tür wird halbiert. Also das war für die Messe geschuldet? Für die Messe, genau, haben wir halt schnell die Blenden reingemacht, aber die sind halbiert. Die gehen dann nach oben noch auf. Weil das sind die Ersten, die dann schreiben werden, ey, Nico, geil gemacht, aber der kriegt die Tür nicht auf. Ja, aber da hat leider die Zeit nicht mehr gereicht. Nein, die Türen gehen ja auf, wenn das Bett unten ist. Ja, wenn das Bett unten ist, aber wir stehen ja in der Küche, wenn eigentlich das Bett oben ist, ja. Okay, also für mich wäre es ein bisschen tief, ganz ehrlich, aber dafür kann man sich ja hier hinsetzen. Wenn du dich mal gerade hinsetzt, dann sieht man schön die... Sag mal, das ist natürlich richtig viel Raum. Ich gehe mal gerade raus. Breite Sitzbank. Wir haben auch Rückenpolster, wo wir anbringen. Was wir jetzt hier neu haben, ist, wir haben hier ein Lederstück. Das ist immer so einen Meter hoch. Und das Besondere an dem Leder ist einfach, es ist recycelbar. Das kam von der Autoindustrie. Das sind alte Abfälle. Und da gibt es ein spezielles Verfahren, was da entwickelt wurde und können das Leder jetzt wieder auf Rolle in den Fahrzeuge verkleben. Das gibt halt einfach nochmal ein ganz anderes Feeling. Echtes Leder sogar. Echtes Leder. Ja. Wenn man morgens die Fahrzeuge aufmacht, man riecht es wie ein Neufahrzeug von dem Auto. Es riecht jedes Mal nach Leder. Das ist halt da gibt es auch verschiedene Farben. Man könnte es auch braun machen. Ihr habt natürlich jetzt zum Beispiel weißer Adler auf weißem Grund gemacht. Das ist nicht so heftig, wo ich euch da immer für grün und rot und blau kenne. Aber ihr habt viele Akzente reingemacht. Du kannst das Erscheinungsbild von dem Auto unglaublich beeinflussen durch ein paar Akzente, oder? Genau, also wir halten es jetzt hier halt schon dezent mit der Farbe. Aber wir können da noch schon verschiedene Farben spielen, sodass das für jeden Kunden auch was Richtiges dabei ist. So, mach mal zu die Luke hier hinten. Dann gehen wir mal durch den Seiteneingang rein, denn das ist natürlich geil, wenn du
im Sommer unterwegs bist, machst du das Fliegengitter auf, du kannst sofort stoßlüften, das heißt, du brauchst eigentlich gar keine Klima. Aber das ist so der Haupteingang. Auch hier habt ihr eine ganz normale Aufbautür mit richtigem Schloss drin. Das heißt, der Dieb, der geht am besten durchs Fenster durch, oder? Genau. So. Also die Tür hier kriegt er nicht so schnell auf. Wir haben hier Edelstahlscharniere verbaut, die sind innenliegend. Wir haben hier eine feste Schließanlage drin, wir haben Aluminium-Einfassprofil, also die Türe kriegt er nicht so schnell aufgebrochen. Tipp ist, wenn ihr das einbruchssicher machen wollt, macht die Fenster einfach schlitzartig. Da gibt es, glaube ich, von Dometic auch so Schlitzfenster, ja, die wirklich klasse aussehen. Das wäre so meine Idee, die müssen höher und dann nur ein Schlitz. Mhm. Kann man auch schön lüften, kann man auch rausgucken und dann kommt auch keiner durch die Tür erst rein, weil dann haben die auch keine Lust. Ja, zwei Stockbetten, das ist eine Frechheit. Ja. Fahrzeugbraute, was haben wir? Bitte? Ja. Breite hier vom Fahrzeug? Breite von den haben wir 1,90 innen und das Fahrzeugbreite ist genau 2 Meter. Okay, das heißt innen 1,90, Betten sind 1,90, oder? Genau, genau. Die haben wir maximal. Gut, das würde mir langen, also das auf jeden Fall, weil ich ja so leicht angewinkelt auch noch schlafe. Dann, was habt ihr da reingebaut? Ist Nasszelle? Haben wir die komplette Nasszelle. Mit Dusche? Mit Dusche und mit fester Toilette innen drin. Ihr habt zugehört. Ich habe ja immer gesagt, wir brauchen eine Nasszelle. Tankvolumen? Hier haben wir jetzt Tankvolumen 30 Liter. Wir können weiter noch 50 Liter und können noch mal 2 Kanister hinzufügen. Also wir sind da auch sehr flexibel. Wir gehen halt nicht auf den Tank, sondern wir gehen auf Kanisterbauweise. So, hier ist kein Ablauf. Der kommt noch? Der Ablauf haben wir jetzt hier nicht drin. Kann man aber jederzeit reinmachen. Mhm. Man kann die Dusche jederzeit nachrüsten. Ist überhaupt kein Problem. So, das heißt also, das ist jetzt mal für die Messe zum Zeigen, die ist auch schon angeschlossen, die Dusche. Gell? Die ist angeschlossen, ja. Super, also das ist komplett drin. Dann hat man hier die Polster, das Besondere, einmal die Seite 1 und die Seite 2. Die Seite 2 ist so eine Tagessache, wo auch mal ein Hund drauf liegen kann, oder? Genau, also es ist einfach so ein Lederüberzug, bequemer zum Sitzen tagsüber. Man kann die Sitzmöglichkeit hier auch als Bank nutzen und bei Nacht dreht man einfach die Polster rum. Dann habe ich echt Baumwolle und ich kann jetzt noch besonders das Bett nach oben klappen. Oh, wie stark. Und dann habe ich hier unten noch mal eine Sitzbank, wo ich dann auch noch mal Staumöglichkeiten habe. Das ist ja fett. Warte mal, ich mache mal Licht an, dann können wir reingucken. Das ist ein riesen Stauraum, noch mal extra. Also du kannst auch lange Sachen, gell? Genau, auf was Größeres, da haben wir ja auch wieder 1,90 Meter zur Verfügung. Ja, ihr habt wirklich viel verändert, also seitdem ich das letzte Mal da war. Ist viel passiert. Wie kommen die an, die Autos, die Fahrzeuge bei euch? Also kommt sehr gut an. Jetzt auch wieder auf der Messe kriegt man das wieder mit. Auch gerade hier diese Grundausstattung für 4 Personen. Wir haben sehr viele Anfragen mit 4 Personen. Ja, ich habe ein paar Anmerkungen habe ich ja aus der Praxis. Die werden wir mal zusammen durchsprechen. Also ich hätte gerne ein bisschen mehr Stauraum. Ich denke, das kriegen wir hin. Ja. Wie es ist, denn ihr könntet noch Airline-Schienen einbringen, auch an den Seiten. Also die Idee war so, dass man so Taschen mobil macht, die man schon packen kann und einfach an die Airline-Schienen hängt. Hast du das mal gesehen? Ja, es gibt ja auch sehr viele Systeme mit so Euroboxen, wo man es dann auch in die Airline-Schiene einhängen kann. Also wir sind jetzt sehr flexibel mit den Airline-Schienen. Wir können die überall positionieren. Ja, hat sich viel getan. Also Bern ist ja die große Sache. Ihr seid auch wieder in Bern eigentlich? Wir sind auch wieder in Bern unten dabei. Und Stuttgart? Stuttgart auch. Ja, ist klar, Schwäbische Alb. Das ist Hausmesse, da müssen wir hin. Da fährst du eine halbe Stunde, eine Stunde, genau. Stuttgart weg, oder? Ja, so 40, 45 Minuten sind wir weg. Ja, da ist die Luft auch schön. Ihr seid sehr hoch gelegen. Das, ich glaube 600 Meter oder was ist die Höhe? Wir sind bei 700 Meter sogar. 700? Ja. Cool. Also, aus der Schwäbischen Alb, da sind sie, die Jungs. Übrigens gibt eine elektrische Fußbodenerwärmung auf Wunsch, ja, habe ich gehört. Und das Ganze ist wirklich ein echter Hingucker in der Form. Und es gibt übrigens eine zweite Optik. Der heißt denn auch noch Peterwagen, der da? Der ist auch Peterwagen. Der hat halt die Außenstruktur als Schiefer. So, ich muss weg, aber ich komme nochmal wieder, werde nochmal die neuesten Neuigkeiten zeigen. Unter anderem haben die Jungs einen Rollstuhllift entwickelt. Den kann ich euch gerade mal zeigen, der ist hier drin. Das bedeutet, jetzt kann man als Rollstuhlfahrer auch einfach einen Lift ausklappen einfach und kann den runterfahren. Das geht mit Fernbedienung? Das ist die elektrische Variante. Die können wir dann gerade mit der Fernbedienung, ich kann es mal zeigen. Wir haben hier eine Fernbedienung, die gibt es auch mit Funk dazu. Mhm. Die kann ich nach oben lassen, kann ich auch komplett nach unten absenken. Öffnet sich vorne so eine kleine Rampe und da kann ich mit dem Rollstuhl ideal herausfahren.
Gut, es bedingt natürlich, dass man doch eine Hilfsperson dabei hat, weil der muss ja erstmal rauskommen, die Tür aufmachen, das machen und so weiter. Aber oft sind die, ich sag mal, die Leute auch zu zweit unterwegs. Also genau, meistens sind sie zu zweit. Wir haben da aber auch eine Variante, was wir bringen, dass die Heckklappe geöffnet werden kann, ohne mit einer zweiten Person. Elektrisch? Elektrisch oder hydraulisch vielleicht. Also da sind wir noch dabei zum Tüfteln, aber da kommt was. Kommt was. Also das Ganze auch barrierefrei, weil wenn man mal drin ist, dann ist es ja total easy. Ja, ich bedanke mich bei dir, Nico. Wenn man Interesse hat, warte, ich zeig mal dein Revier, da sieht man es. Gemeinerweise habt ihr auf das Auto, was ich gerade teste, einen 2 Meter langen Schriftzug gemacht. Ja, ich fahre da rum wie so ein Werbeauto, aber es sieht geil aus. Ich fahre auch gerne rum. Also ich bin absolut ein bekennender The Cuba und das ist er, mit dem ich rumfahre, der Adventure. Den werden wir dann euch im nächsten Video zeigen. Ja, danke. Tschüss, Nico. Super, danke. Ciao.